Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4 Highschool-Jahre. Und ja, wie ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Also wir sind jetzt in diesem Haus hier eingezogen. Ich habe ein bisschen was umgestellt, weil es wurde hier mit Move Objects On wohl auch gebaut. Jo, das habe ich jetzt mal erst ein bisschen umgeändert. Hier unten ist jetzt einfach ein normales Wohnzimmer. Genau. Dann das, beziehungsweise so allgemein Studiergedöns. Hier ist ein kleiner Computer, Fernseher, Konsole, so Spielkonsole. Dann gucken wir doch mal jetzt, sind vorgesprungen hier. Okay, wir haben gelernt, etc. habe ich jetzt meine, okay, auf der Blatt, Cheerleading-Matte. Ups, die habe ich zu Hause vergessen. Nein! Naja, egal, scheiß drauf. Ja, okay. Sieht nice aus hier. Ein bisschen umgebaut hier, so ein kleiner Stuhl. Dann habe ich da vorne noch, hier die Lampen habe ich reingemacht, ein bisschen Deko noch an die Wand. Und was auch special ist hier, hier oben, im oberen Bereich, habe ich so eine kleine Karaoke-Bar, Sitzecke. Na, hier ist so ein Musikding. Ich wusste zwar nicht, ob die da hier irgendwas machen, aber ich dachte so, ich mache hier mal so einen kleinen Aufenthaltsplatz. Ein paar Vorhänge noch dazu, genau. So, schauen wir mal. Ich kann mir kein Bubble Tea bestellen, weil keiner da ist, ne? Das ist Fashion Look kreieren. Oh, yes. Warum gibt es eigentlich nur diese paar Halsketten als Variante? Das ist halt auch schon wieder so ein bisschen Möpp. Könnt ihr mal aufhören, da hinter mir rumzustehen und mich anzu... Das macht mich ganz baller baller bing bong. Jetzt habe ich das gekauft. Umbenennen. Trendy. Auf Trendy verkaufen. Wir verkaufen das auf Trendy. Ähnliche Outfits werden verkauft für 250. Machen wir 300? Übertreiben wir es ein bisschen? Oder machen wir 249? Ist mir um einen Dollar gespart! Scheibenhonig. Ach, das ist der Tweet. Biggie, Boogie, Biggie, Boogie. Können wir mal, was ist das hier? Hype neutral. Bruder ist schon wieder komplett durchgeknallt und rennt rum wie ein Rind. Ich möchte auch ein Bubble Tea Getränk bestellen. Milch Bubble Tea mit Litschi. Litschi. Mit Käseschaum. Schokomilch Bubble Tea mit Käseschaum. Ist das Rezo? Nein. Carver Ostens heißt der. Hätte mich schon gewundert, wenn Rezo plötzlich ein Sim wäre, der hier maybe Bubble Tea verkauft. Ich will jetzt nicht zu irgendeinem Außenposten. Wenn ich vorhabe, irgendjemanden militärisch einzunehmen, dann will ich das nicht wissen lassen. Ah, wer ist denn er schon wieder? Ach, du bist der Sohn von Kitsune. Junge. Du Sau. Die hat hier Dreck hingeschmissen. Ja, jetzt beschwert sie sich. Die hat die Bar gerade dreckig gemacht. Habt ihr das gesehen? Wir sind Zeugen. Die hat es da hingeschmissen und beschwert sich jetzt, dass es hier schmutzig ist. Das ist so eine Gredel, die hier, ne? Die will den Laden schlecht machen, die Madame. Oh, hier liegt der Dreck am Boden. Niemand hat es gemerkt, dass ich das war. Doch, ich hab's gemerkt. Und jetzt haut sie auch noch unauffällig ab. Aha! Jetzt nimmt sie ihn wieder mit, den Dreck. Was tut die denn? Ja, gut, hier ist die Außentonne, aber da habe ich habe nichts damit zu tun. Fenris, ich habe deine Scheiße schon gelesen. Ich möchte nicht noch mehr davon lesen. Kann ich jetzt mal Raffi und so auch adden? Warum sollte ich meine Eltern... Ich könnte ja UCMG Kakus dingsen, aber der ist kein Teenager. So.
Mama, Flume, und Paula Chaba. Oh, Finesse? Verschenkt doch nicht mein Outfit. Hier, sexy ass Boots Foto gemacht im Bubble Tea Laden. Und wir wollen immer noch 249 dafür. So. Ich will nicht Bucci Peachy oder so ähnlich kreieren. Was ist denn mit ihr? Annika Bumsrübe. Können wir mal aufhören, irgendwelche... Warum schmeißt ihr mir ihren Dreck hier überall hin? Können wir mal aufhören, irgendwelche komischen Leute da anzudingsen? Blabbel mich nicht voll, heißt das. Stör mich nicht beim Posten. Einen ersten Kuss erleben. Ja, gleich im Park, komm her. Schmusen! Oh, der Tattoo. Und schon ist wieder so ein Jeremy Angel. Kannst du dich mal verpiesen? Ach, hier können Erwachsene auch schaukeln. Das ist nur für Kinder, aber cool. And Frobby Seabrum. Versuch zu verführen! Hast dich mal verpiet. Damps the new? Murph! Warum bist du auch ein Weltstar? Irgendwas ist hier komplett falsch gelaufen. Oh, süß, Freundschaftsringe. Oh nein, so will ich heiraten, oder? So auf Teenager-mäßig, hoffe ich nicht. Oh, Gottes Willen. Kann der Paparazzi dabei sich verpissen? Es kommen wieder die nächsten Gerüchte in der Zeitung. Ja, okay. Easy. Kein Problem. Alles gut. Dem geht's, ja, geht's gut. Die kann man noch essen. So, okay. Ich weiß nicht, was die machen, aber die haben nur Scheiße im Kopf. Da kraxelt ein Kind in der Gegend umeinander. Das einzige Kind, was hier auf diesem Planeten rumrennt. Da ist Schach. So, gerade Schach. Ein ganz normaler Tag im Park. Also, A, will ich mich ja jetzt nicht beschweren, aber ich beschwere mich trotzdem, ja? Erstens, wieso sind die jetzt alle Weltstars? Ich habe die nicht alle zu Weltstars gemacht. Da ist wahrscheinlich doch irgendein anderer Glitch im Hintergrund, obwohl ich das ausgestellt habe, dass die alle irgendwie Weltstars werden in der Zwischenzeit. Also, können die mal bitte andere Leute fotografieren? Schaschlik. Schaschlik-Spieße für Magic, aber mit Ratten. Rattenschaschlik für Magic. Auch wenn Magic es immer gerne weitergeben möchte, das geht so nicht. Denn das ist ein Magic-Gericht. Das muss Magic immer essen. Das geht nicht, dass er das weitergibt. Was ist mit ihr eigentlich? Ja, gut, okay. Ihr Hunger ist Möb. Ich glaube, die kann normales Essen essen. Ich glaube, ich habe ihr das beigebracht. Oh Gott. Wer ist denn jetzt eher schon wieder? Diego Lobo. Voll unauffällig und gar nicht creepy, wenn du das im Hintergrund stehst. Jeremy Wurm sucht dich wegen der Garantieverlängerung für deinen Kühlschrank zu rein. Moni! Hör auf damit. Hör auf mich zu ärgern mit meinem Kühlschrank. Neuer Post. Outfit posten. Yeah! Energiegeladene Story. Woo, mein Outfit ist supi! Brudi, wer schreibt mich denn hier schon wieder an? Yeah! Nein, Alex, ich habe keine Zeit. Auf Soziales erhalten. Also, Magic, du musst einen Sozialhase-Account machen, damit ich dich da adden kann, weil das ist nämlich nicht kacki. Halleluja. Es ist Zeit für den Abschluss, das teile ich. Und Jock, kannst du hier mit anderen Highschool-Schülern wirst du teilnehmen? Warum soll ich denn zum Abschluss beigehen? Ich hab doch nicht. Ja.
Wumpel to blue. Du kannst dich auch mal umziehen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ah, die haben das jetzt hier selber dekoriert. Das ist ja süß. Fruchtpunsch verbessern. Oh. Wir verbessern mal den Fruchtpunsch. Ah ja, Ariel ist auch hier. Schön. Ach, er ist der Prinz. Meine Stimme hat gezählt. Juhu. Und sie ist der Kasperl. Bin ich der Einzige gewesen, der abgestimmt hat, oder was? Das ist schon ein bisschen fies. Tour. Oh, yes. Nish. Kunada. Mwah. Okay, ich bin aber noch nicht raus. Alles gut, alles gut. Yasinarp? Am soon, but Fatimoy. Dabishi Slekam? Ken Kuya! Ah, die After! Oh mein Gott, ist das hier ein Puff? Es ist ein Schwanenfahrgedöns, ja? Also, Chat, kriegt euch ein. Es ist nicht, es ist kein Puff. Es ist alles gut, es ist so ein Schwanentransport-Schmusi-Ding. Nötige. Genießen, aber das Schaukeln bereitet ihr immer mehr Unbehagen. Soll sie weitermachen und so tun, als ob alles in Ordnung wäre? Pause. Ja, was soll ich denn machen, wenn sie kotzen muss? Dann ist es ja wohl nicht so geil. Oh. Weil Pause gemacht hat. Also, die ist ja wohl nicht eingeschlafen. Die hätte fast gekotzt. Dann ist Rumschmusen-Techtelmechtel im Teenie-Style. Ah ja, okay. Gut. Ich werde Madame jetzt mal versorgen und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Part so machen. Ich würde mich über ein Abo und natürlich auch über ein Follow von euch freuen. Also beziehungsweise, ja, ihr wisst, was ich meine. Mein Daumen nach oben und netten Kommi wollte ich eigentlich noch sagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dahin, ciao.